Hey, heute zeige ich euch also in diesem Video zeige ich euch die Gastgeschenke für meine Gastfamilie, was ich denen so mitbringe, was ich denen so schenke, warum ich denen das schenke, etc. pp. Kurzer Zwischenstand, also es ist gerade, falls man es sehen kann, 0 Uhr 32 am Dienstag, den 16. Sprich, morgen Mittwoch, den 17. Juli 2019, fliege ich. Ziemlich früh, gepackt habe ich auch noch nicht, deswegen sitze ich hier auf meinem Bett, weil in meinem restlichen Zimmer ist ganz schön Chaos. Aber, ja, trotzdem zeige ich euch jetzt erstmal, was ich so mir denke oder was ich so denen so schenke und was ich mir dabei gedacht habe. Fangen wir an. Das erste Teil ist ein Fanschal von meinem Fußballverein, in dem ich Fußball spiele. Und den schenke ich meinem Gastpapa, da der sich für Sport interessiert. Und ich mir dachte, naja, es ist eine schöne Erinnerung an mich, weil es was Persönliches von mir ist. Und B, komme ich ja wie gesagt nach Missouri und die haben kalte Winter. Da kann man einen Schal auch mal zweckentfremden und den auch als Schal benutzen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass es ganz gut ist. Ja. Das nächste ist für meine Gastmama. Kochbuch. Klischee und so, you know. Ja, jedenfalls ist es ein Kochbuch mit deutschen Rezepten. Allerdings steht alles auf Englisch. Falls man das erkennen kann, da steht alles Englisch schon hinten drauf. Und ja, sie, also meine Gastmama als auch mein Gastpapa, machen gerne was, also Barbecue etc. pp. Sowas halt. Und da stehen halt so Rezepte drin, da steht auch sowas wie Kartoffelsalat drin. Ja, so typisch deutsche Rezepte halt. Dann kommen wir zu meinen Gastgeschwistern, wovon ich ja vier habe, drei Mädels und einen Jungen. Ich fange mit den Mädels an. Ich habe einmal. Ja, ich bin Bayern-Fan, wie man sehen kann, no hate. Für meine kleine Gastschwester eine Pudelmütze von Bayern gekauft. Weil, wie gesagt, in Missouri ist es kalt. Und ja, ich fand die ganz neckisch. Die ist leider noch original verpackt, deswegen kann ich es euch nur so zeigen. Für meine andere Schwester habe ich genau die gleiche gekauft. Weil ich fand die halt, wie gesagt, neckisch und da können sie sich halt nicht streiten. Schreibt man einen Namen drin, wem gehört, wem Mütze wem gehört und dann passt es. Und ja, wie gesagt, ich fand es ganz neckisch und in Missouri wird es halt kalt. Deswegen habe ich mir gesagt, passt es so. Und ja, jetzt kommen wir zu meinem Gastbruder. Für meinen Gastbruder habe ich auch was von Bayern gekauft und zwar einen Sport-Basketball-Shirt. Ein Basketball-Trikot von Bayern halt. Er spielt nämlich Basketball, was ich auch mit ihm spielen werde bei uns an der Highschool. Und da habe ich halt gedacht, Mensch, passt ja voll. Und mir hat es so sehr gefallen, dass ich mir das auch gekauft habe. Deswegen werden wir Partnerlook haben. Fand ich recht lustig. Wollen wir mal gucken, was er dazu sagt. Ich hoffe, er freut sich. Also ich hoffe generell, dass sie sich alle über die Gastgeschenke freuen. Kann ich ja sagen, wie es ankam. Jetzt kommen wir zu meiner großen Gastschwester. Die ist schon etwas älter, deswegen kriegt sie einfach nur so ein schlichtes graues T-Shirt, was ein bisschen glänzt. Ich weiß nicht, das habe ich schon geöffnet, um zu gucken, wie es aussieht. Ja, was ein bisschen so glänzt. Und da steht halt einfach nur FC Bayern drauf. Hat mir auch gefallen. Und ja, ich hoffe, dass es ihr auch gefällt. Und ja, dann habe ich noch einmal so ein deutsches Memory, wo man halt, also Memory kennt ja jeder, aber halt mit deutschen Bildern drauf, wie zum Beispiel hier zu sehen ist, in Berlin, das, ja. Vincent kennt sich komplett in Deutschland natürlich aus. Das ist das Brandenburger Tor, ja, Brandenburger Tor, oh Alter, ich sehe schon, das ist so falsch, aber ja, ich vermute, ich hoffe, das ist das Brandenburger Tor. Und ja, hab mir halt gedacht, kommt halt gut, man kann halt, ist also schenke ich halt der kompletten Familie, dass man da mal spielen kann, etc. pp. Dann habe ich noch so Süßigkeiten, so Milka Oreo, normales Milka, Milka Karamell habe ich glaube ich auch noch. Dann einmal Haribo in Sauer,
und einmal die normalen Haribos und halt Kinderschokolade. Und das ist einfach auch so für die Familie, dass sie naschen können oder auch mal wissen können, wie so in Anführungszeichen deutsche Süßigkeiten schmecken. Und mir wurde also von ein paar anderen Gastkindern oder Austauschschüler, die schon mal da waren, wurde mir halt so mitgeteilt, dass es denen wohl immer recht gut schmeckt. Und ja, deswegen habe ich das gemacht. Ja, ich weiß, war wieder ein kurzes Video. Hey, weniger Schnitt und so. Weniger Arbeit für mich. Ja, aber das war halt so erstmal der aktuelle Zwischenstand. Ich werde nachher, morgen früh, in 1, 2 Stunden schlafen gehen. Mich ausschlafen, denn meinen Koffer packen, wo ich auch noch ein Video machen werde, was ihr dann sehen werdet. Grüße aus dem Schnitt. Ihr werdet das Video erst sehen, wenn ich schon bei meiner Gastfamilie bin, weil sonst sehen die ja, was ich denen schenke, bevor ich es ihnen geschenkt habe. Jo. Ja, und dann fahre ich mit ein paar Freunden und Familien zum Flughafen und ja, dann geht's schon los. Deswegen sehen wir uns für mich nachher wieder, für euch, keine Ahnung, wann ihr euch das anguckt, sehen wir uns beim nächsten Video und ja, macht's gut, bis dann, haut rein, ciao.